Ein kleiner Finne mit großer Technik. Der Valtra G135 Verso ist ein kompakter und übersichtlicher Allround-Traktor mit viel Technik. Wir haben ihn ausgiebig getestet. Landwirt Praxistest. Im vergangenen Sommer stellte uns Valtra das größte G-Modell, den G135, in der höchsten Ausstattungsstufe für einen ausführlichen Praxis- und Prüfstandtest zur Verfügung. Die Verso-Modelle haben eine größere Hydraulikpumpe mit elektrisch gesteuerten Ventilen und die Smart-Touch-Bedienung mit Isobus-Terminal verbaut. Der hohe Ausstattungsumfang reduziert die Nutzlast. Unser Testkandidat brachte 6030 Kilogramm auf die Waage. Für das zulässige Gesamtgewicht von 9500 Kilogramm bleiben also knapp 3500 Kilogramm. Unter der Motorhaube dieselt der bekannte 4,4 Liter große Vierzylindermotor von Eco Power. Er entspricht der Abgasstufe 5. Laut Hersteller leistet der G135 mit Boost bei der Nenndrehzahl von 2200 Umdrehungen in der Minute 142,8 PS. Die Maximalleistung geben die Finnen mit 145,5 PS an. Die Boostleistung soll sowohl im Zapfwellenbetrieb als auch bei Transportfahrten zur Verfügung stehen. Das maximale Drehmoment von gut 500 Newtonmetern stellt der Motor bei 1500 Umdrehungen in der Minute bereit. Jede Menge detaillierte Daten unserer Leistungs- und Verbrauchsmessung findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 24/2021 und auf landwirt-media.com. Getriebe und Hydraulik haben einen gemeinsamen Ölhaushalt. Für die Arbeitshydraulik ist eine 110 Liter Axialkolbenpumpe verbaut. Die BLT Wieselburg hat im Höchstwert 103,9 Liter in der Minute gemessen. Im Heck gibt es 4 elektronische Zusatzsteuergeräte, Load-Sensing-Anschlüsse sowie einen großen und kleinen Rücklauf. Vorne sind bis zu 4 Ventile möglich. Die Hubkräfte und Hubwege entsprechen den OECD-Vorgaben und sind ordentlich. Im Heck stemmt der G135 durchgehend 5170 Kilogramm an der Ackerschiene. Vorne 2900 Kilogramm. Der Valtra G135 fährt zwar nicht stufenlos, hat aber durch diverse Automatikfunktionen und 6 Lastschaltstufen einen hohen Fahrkomfort. Die Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h erreichte der Testkandidat bei 2200 Motorumdrehungen. Auf den G135 Verso steigt man gerne auf. Die Arbeit macht dank einer guten Übersicht und der Smart-Touch-Bedienung Freude. Vieles ist intuitiv. Alle wichtigen Einstellungen und Bedienfunktionen sind in der Armlehne zusammengefasst. Multifunktionshebel und Joystick liegen gut in der Hand. Unser Landwirt-Testteam ist sich einig. Valtra ist mit der Smart-Touch-Bedienung ein großer Wurf gelungen. Dieser Fahrspaß kostet in der Basisausstattung knapp 132.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer. Unser gut ausgestatteter Testtraktor steht mit rund 165.000 Euro in der Preisliste.